can say the same to you. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zu Call of Duty Modern Warfare 2. Es geht heute um die Trophäe Waffenlos. Das Ganze findet statt in Mission 13 allein. Und zwar sind wir hier wirklich direkt am Start der Mission, wie man unschwer erkennen kann. Und unser Ziel ist es, die komplette Mission abzuschließen, ohne eine Waffe zu benutzen. Das heißt, wir werden zwischendurch hier im Durchgang auf alle Fälle Waffen aufheben. Ganz einfach, weil es auch die Story von uns verlangt, werden diese aber nicht nutzen. Also Finger weg vom Trigger, ne? Finger weg vom Abzug, damit ihr nicht aus Versehen losballert, ne? Also seid da ganz vorsichtig. Ihr dürft natürlich jederzeit Leute im Nahkampf ausschalten. Also das ist kein Thema. Sobald ihr das Messer habt, da werden wir auch sozusagen beinahe fast hingeführt. Sobald wir das Messer haben, können wir also Leute ausschalten, so viele wie wir lustig sind, solange wir sie nicht erschießen. Das ist das einzig Wichtige an der Geschichte, dass wir die Leute nicht erschießen dürfen. Hier kommt jetzt so ein kleines Crafting-System zum Einsatz. Die Tür neben mir gerade auf der rechten Seite, da muss ich eigentlich durch. Die ist aber verschlossen. Das bedeutet, ich muss mir erst einen kleinen Türöffner basteln. Und da habe ich hier Bindematerial und dann noch ein Metallstück. Und so könnt ihr dann Türen öffnen. Es gibt eine Menge Türen zu öffnen. Es gibt auf alle Fälle auch ja, geheime Kisten oder besser gesagt so kleine Safes, wovon wir einen öffnen werden, ganz einfach, weil dort nämlich Adrenalin drin geparkt ist und Adrenalin hilft uns, dass wir uns halt im Schleichen schneller bewegen können. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch und zwischendurch werden wir dann auch noch weitere Sachen finden, um zum Beispiel Rauchbomben zu basteln. Auch die Rauchbomben werden wir zweimal einsetzen, relativ ja, an Stellen, wo wir halt ansonsten wirklich sehr schwer durchkämen, weil einfach zu viele Gegner da sind. Und das ist eigentlich alles. Vom Weg her würde ich ruhig hier meinen Weg empfehlen. Ich gucke ein bisschen viel rechts, links. Ich nehme sehr viel Material mit. Ich merke auch zum Schluss, dass ich wirklich zu viel Material eigentlich eingesammelt habe. Aber ich sag mal, besser mehr als zu wenig. Ne? Das auf jeden Fall. Und hier kommt die erste kleine tricky Stelle. Da hinter der Tür, da warten ein paar Jungs auf uns, oder besser gesagt, sind wir halt gerade unterwegs. Da müsst ihr wirklich sehr vorsichtig durch. Deswegen nehme ich hier erst nochmal Metall mit an dieser Stelle. Und jetzt hier durch den Raum müssen wir praktisch unten ja, am Tisch lang kriechen. Ne? Also weil die hier wirklich direkt im Eingangsbereich stehen von dem Esszimmer, sage ich jetzt einfach mal. Da gehen wir gleich hier direkt ins Schleichen hinein, also wirklich ins Kriechen, um dann hier gleich rechts die Treppe hochzugehen. Zwischendurch könnt ihr immer wieder natürlich nutzen, dass ihr halt aufs, wenn ihr auf dem PlayStation-Controller aufs Touchpad draufdrückt, um euch anzeigen zu lassen, in welche Richtung ihr müsst. Hier finden wir jetzt das nächste wichtige Item, und zwar eine Stirnlampe, damit wir halt auch im Dunkeln wirklich genug Sachen finden können oder halt auch vor allem die Wege sehen können. Ne? Das ist natürlich auch das Entscheidende. Und das ist eigentlich das Wichtige und Interessante an dieser Mission. Also wir können hier auch noch die Safes holen. Hier gibt es zwei Safes. Das sind ja die beiden, die wir auch noch brauchen. Wir haben ja schon einen Safe mitgenommen. Eventuell natürlich nur. Aber ich mache euch nochmal ein Video komplett mit allen drei Safes. Denn ich finde, es ist relativ überflüssig, hier die Safes mitzunehmen. Oder besser gesagt, es macht es unnötig schwerer. Ne? Wir wollen ja wirklich hier ohne Waffen durch und wollen halt so wenig wie möglich gesehen werden. Und daher empfehle ich euch dann halt die Safes im Anschluss zu holen. Ne? Also wenn wir hier durch sind, dann einfach nochmal die Mission neu starten. Dann schnappt ihr euch mal ein Video mit den Safes und guckt, wo die beiden anderen Safes sind, die noch fehlen. Die Kombination habe ich dann mit eingeblendet und dann könnt ihr das Ganze hier, sage ich mal, am Stück gut abarbeiten. Das war's letztendlich. Ich weiß selber, dass es hier zwischendurch relativ dunkel ist. Ne? Da haben wir ja auch die Stirnlampe an. Ich denke aber trotzdem, dass der Sache relativ gut ja, zu folgen ist. Ist jedenfalls auf alle Fälle meine Hoffnung. Hier ist kleine Hundi im Käfig. Da kommt er wohl auch auf jeden Fall lang. Daneben der Bäcker. Man erkennt so viele Sachen eigentlich relativ, ne? Relativ gut, wo wir sind. Wir werden ja auch noch viel auf die Straße gehen. Auf der Straße ist das dann sowieso generell alles Schöne. Und jetzt würde ich sagen, lasse ich euch mit dem Rest des Videos alleine. Ich denke, ihr werdet sowieso das einfach so zwischendurch nebenbei auf der anderen Seite laufen lassen. Immer wieder so ein bisschen pausieren. Ah, wo geht es denn jetzt lang? Welche Richtung wäre die beste? Welche Gegner habe ich da? Das sieht man eigentlich alles anhand
anhand der Bilder viel besser, als ich das hier erklären kann. Die Grundlagen habe ich euch hier gerade mündlich mitgegeben. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefällt, dass es euch hilft. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr hier natürlich, wenn ihr die Glocke aktiviert, kein weiteres neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Rest des Videos und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Wie ist die Lage? Bin draußen. In einer Gasse. Bleib am Rand und sei unauffällig. Verstanden. Die Kirche ist im Norden der Stadt. Ich bin auf Scharfschützenposition im Kirchturm. Finde den Weg dorthin, dann schaffst du es vielleicht. Auf euch zu wehren. No resisto, comprende? Escúchame, cabrón. Estás cometiendo un error muy, muy grande. Ihr arbeitet gern für die Narcos? Eso es territorio de las armas. Wegen der Kohle? El dinero, no, hombre? No. Por favor, por favor. Grace treibt Cops zusammen. Er ist jetzt Richter, Geschworener und Henker. Auf den Typen schieße ich nicht, solange sie es nicht zuerst tun. Sascha. Gut für eine Ablenkung. Wir sollten die weiße Fahne hissen und reden, als wären alle tot. Hast du Schiss, Bro? Ich hab keinen Schiss, Bro. Aber ich bin auch nicht blöd. Tut sich da was? Hier ist es ruhig. Die Narcos sind aus Dodge verschwunden. Aber die machen mir eh keine Sorgen. Ich dachte, du hättest keinen Schiss. Sich zu sorgen ist was anderes als Schiss zu haben. Hab etwas Wachs gestohlen, Lieutenant. Na, könnte nützlich sein. Das ist völlig anderes. Willst du mir erzählen, wenn du der Kante mit dem Totenkopfgesicht begegnest, bleibst du cool? Vermutlich nicht, denn im selben Moment wärst du schon tot. Was zum Teufel war das? Kein Zeichen, Conny. Hier ist nichts. Hab Chemikalien gefunden. Mit ein bisschen Wachs wird eine Rauchbombe draus. Eine giftige Ablenkung. Krank. Gefällt mir. Ihnen aber garantiert nicht. Wer sucht, der findet. Ghost, fehlt dir ein Messer? Mehrere. Glaube ich, eins gefunden. Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist hier lang gekommen? Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemanden zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Einer von uns muss das überleben. Moment.
Ein Shadow weniger. Nett. Hab seine Waffe. Gute Arbeit. Du kommst voran in der Welt, Johnny. Wähle deine Ziele und Schüsse weise, Johnny. Waffen machen Lärm. Ein Königreich für einen Schalldämpfer. Nutze das, was du hast, klug. Das ist der Trick. Eine Mausefalle müsste doch nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Ganz genau, Johnny. Kein Luftschlag, aber es wird genügen. Wie blöd da draußen. Wie war das? Es regnet sehr stark. Dann sag das doch. Hab ich. Regen ist gut. Verwisch deine Spuren. Darin aber auch. Konzentrieren wir uns auf dich, Johnny. Ich also doch. Ich mag dich lebendig. Ich geh rein. Jack, nimm, was du brauchst, um sie dir vom Leib zu halten. Sehr schön. Da sage ich nicht nein. Jetzt sind wir im Geschäft. Ghost. Soap. Hab ein Stolperdraht an einer Schrotflinte entschärft und die Waffe genommen. Öffne damit Herzen und Köpfe, Johnny. Da sage ich nicht nein. Ist gekauft. Suchet, er findet. Was hast du? Schwarzpulver. Nett. Das könnte interessant werden. All right.
Ich bin im Café. Hol mir einen Tee. Verdammte Briten. Dafür bist du mir was schuldig. Warum? Wir helfen uns gegenseitig bei unseren Problemen. Was ist mein Problem? Die Maske. Nimm sie ab. Mein Gesicht zeigen? Ja, Sir. Negativ. Bist du hässlich? Ganz im Gegenteil. Das bezweifle ich. Ich habe Klebeband. Sehr nützlich. Zum Geschenke verpacken? Sozusagen. Behalte es am besten. Ihr zwei, checkt das Lagerhaus. Ohne Waffe wird er nicht weit. Wunderbar. Einer von 141 ist immer noch gefährlich. Geh nach links, ich durchsuch die Gasse. Roger, bin unterwegs. Wer da? Noch kannst du dich ergeben. Johnny, die Stadt ist voller Tunnel. Einer führt gegenüber der Kirche hinaus. Warte. Gebiet ist sicher. Was soll das? Hast du Sichtkontakt? Kein Sichtkontakt. Was zum Teufel war das? Halt sie! Was zum Teufel? Mann am Boden. Das ist Sean. Bereich absuchen. Meldet euch, wenn ihr was findet. Seh sie! Arbeiten. Noch aufrecht? Soweit, so gut. Wenn sie dich erwischen, töten sie dich langsam. Die Söldner oder die Narcos? Narcos. Sie machen Videos. Ich gebe ihnen deine E-Mail, dann können sie sie dahin schicken. Ich werde sie mir nicht ansehen. Jedenfalls nicht mehr als einmal. Kranker Bastard. Lieutenant, ich bin an der Bar. Magst du Tequila? Nein, schmeckt wie Hundepisse. Wenn du das sagst. Gibt's eine taktische Verwendung für Hundepisse? Wolfsjagd. Sie folgen der Fährte. Jagst du auch mit Maske? Na klar, mit Tarnmuster. Ich wette, du schläfst auch mit dem Ding. Tief und fest. Du hast sie nicht mehr alle, Lieutenant. Das ist wahr. Rede mit mir, Johnny. Habe einen Tunnel entdeckt. Der Kirchplatz liegt am anderen Ende des Tunnels. Ghost, ich habe hier Shadows mit Schutzwesten. Du musst nah ran und die Lücken finden. Alles sicher. Was ist hier?
Toten. Es ist James. Alles sicher. Ich habe einen Weg gefunden. Die Shadows sind überall. Ich halte sie auf, bis wir uns vor der Kirche treffen und ein Fahrzeug für die Flucht sichern. Roger. Zeig sie ihnen, Johnny. Wir sind fast da. Fuck! Was zur... Alle Shadows, ich habe einen bei der Kirche. Heilige Scheiße. Ghost, warst du das? Wer sonst? Jetzt geh! Munition! Gib mir meine Pause, verdammt! Ghost, bitte bestätigen! Nicht so weit hier. Deckung. Ich muss rappelig. Verstanden, Sie wissen, dass wir hier sind und dass wir es sind. Sie wissen mehr. Shadow, genau vor uns. Ich sehe sie. Die Gasse achten. John, in der Nähe. Schau nach einem Fahrzeug von uns. Soap, ein Pickup voraus. Das ist da. Er läuft. Ich sehe ihn. Das ist unsere tägliche Bewegung. Ich fahre, Johnny, Beifahrerseite. Gut, Johnny. Du hast es geschafft. Wir zusammen, LT. Festhalten! So kann man es auch machen. Zurück! Danke. Fahr. Ich muss weg.